Ich bin Ökosystemforscherin und versuche die komplexen Wechselwirkungen zu verstehen zwischen Landnutzungswandel, Klimawandel und verschiedenen Prozessen in Landökosystemen. Wir waren vor einigen Jahren unter den ersten, die erkannt haben, wie wichtig es ist, die unterschiedliche Nutzungsintensität auf Ackerflächen in Wäldern oder Weiden in die globalen Modelle und Szenarien zu integrieren, die berechnen, wie viel Kohlenstoff in Ökosystemen gebunden werden kann. Was wiederum ganz wichtig ist, um die Abschwächung des Klimawandels zu untersuchen. Um diese Zusammenhänge zu verstehen und auch zu überlegen, wie diese in Zukunft aussehen werden, entwickeln wir Computersimulationsmodelle. Diese sind räumlich aufgelöst, um für die Regionen der Welt verschiedene Prozesse in Ökosystemen zu berechnen. Es klingt vielleicht trivial, aber bis vor kurzem wurden in Klimamodellen zwar berücksichtigt, wie sich zum Beispiel Abholzung auswirkt, aber nicht, welchen Einfluss es hat, ob der Acker, der dann entsteht, sehr intensiv oder er sehr extensiv bewirtschaftet wird.